Masches Doppelsperrfehde, denn die Nachricht kommt ja von einem meiner Freunde. Das heißt, sie wirkt auf mich vertrauenswürdig. Ich öffne sie und dann ist da ja auch noch ein Betrag drin enthalten, der durchaus realistisch auf mich wirkt. Das ist ja keine Summe, die absolut unrealistisch ist. Experten raten, links vor dem Anklicken in jedem Fall zu überprüfen, ob in Zukunft die Finger zu lassen. Ja, und noch die.